Super Wetter. Ich habe mich jetzt hier letzte Nacht in so einer Pension eingemietet und ich glaube, ich habe es ganz richtig gemacht, weil es regnet nämlich und es wäre nicht schön gewesen, jetzt hier nasses Zelt einpacken und naja, so ist es noch recht früh am Tage, um 9 kann ich durchstarten. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich will heute eigentlich bis kurz hinter Kufstein. Mal schauen, wenn es nicht zu doll regnet, wenn ich nicht zu durchnässt bin. Ansonsten quartiere ich mich irgendwo anders vorher ein. 42 Euro hat es gekostet, ja. Aber okay. Und ich bin froh über meine Plastikschuhe. Überziehen, die sind echt klasse. Kann man sehen. Schön. Die sind auch etwas weiter als die ich letztes Jahr in Schottland mit hatte. Die sind mir ja kaputt gegangen dadurch. Also, ich muss mich ja wirklich wundern, selbst hier ist der Inn immer noch wie ein Kanal angelegt. Und rechts und links wurde ihm Land abgerungen. Also, das Land rechts und links vom Inn liegt wesentlich tiefer als der Inn selber. Jetzt hier mal Pause gemacht. Hier haben die so ein altes Innschiff hingestellt. Ganz interessant. Ein paar Tafeln, wo man mal lesen konnte über die Innschifffahrt und wie sich der Fluss verändert hat oder wie er verändert wurde. Es ist ja nur noch ein Kanal. Es ist ja, hat ja nichts mehr mit einem wilden, reißenden Gebirgsfluss zu tun. Ja, und eben auch, was das alles für Nachteile für die Tierwelt und so, gebracht hat. Ja, so, dann wollen wir mal weiter nach Kufstein, ist nicht mehr weit. Was einkaufen. Ja, und es hat auch tatsächlich mal aufgehört mit Regnen. Mal sehen, wie lange. Ja, ich hatte gerade eben noch mal nach der Wettervorhersage geguckt. Also sieht ja nicht berauschend aus für morgen. Ganzen Tag Regen und richtig viel Regen.
Naja, aber die Tage danach sehen richtig gut aus. Sonnig und wieder deutlich wärmer. Wie weit kommen Sie damit? Ja, so 30 Kilometer. Echt? Oh, wow, hätte ich nicht gedacht. Schön. So, das ist jetzt hier Kufstein. Mal gucken, dass ich was finde zum Einkaufen. Ja, die begleitet mich nur die ganze Zeit hier. Ja, und die Eisenbahn natürlich auch. Also, das Inntal ist ganz schön betriebsam, würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber mal ein bisschen aus dem Inntal rausgefahren. Ein bisschen berghoch. Eine Hochebene. Da sind drei Campingplätze eingezeichnet. Direkt am Inn sind komischerweise keine Campingplätze unten im Tal. Aber macht ja nichts. Hier ist es ja eh viel idyllischer als da unten bei dem Verkehr. Ja, das ist denn hier mein Zeltplatz. Bin heute mal ein bisschen früher angekommen. Jetzt noch schnell Armbrot essen und dann in den Schlafsack kuscheln. So, ich mache hier nochmal einen kleinen Schwenk. Das war der Campingplatz, wo ich letzte Nacht gestanden habe. So. Und heute ist nun der große Regentag, der Sonntag. Und ich habe mich jetzt gleich mal in Innsbruck einquartiert. In einer Pension habe ich eben angerufen und ein Zimmer klar gemacht. Innsbruck sind 60, 65 Kilometer und ja, kann ich mir dann wenigstens ein bisschen die Stadt ansehen. Und ab morgen soll dann das Wetter ja deutlich besser werden. So. Eine Burg. Es gibt ja viele Burgen hier. Thank you.
richtig schön eingeregnet. Hier vorne die Frau fährt die ganze Zeit mit ihr zusammen, die Bike. Die will nach Venedig runter. In München gestartet. Strömender Regen. Fast geschafft. So, ich bin jetzt hier in Innsbruck. Bin jetzt hier rund 250 Meter hochgefahren auf die sogenannte Hungerburg. Und hier hat man ja einen schönen Rundumblick auf Innsbruck. Sieht schön da hinten die Schanze. Ja, ich hatte letzte Nacht habe ich in einer Pension verbracht, habe ich ganz vergessen, die Pension zu filmen. Ich bin ja wirklich klatschnass geworden gestern. Sachen sind alle trocken und jetzt zieht der letzte Regen auch ab und die nächsten Tage versprechen ja sonnig und zunehmend wärmer zu werden. Ups. Ja, auf den Bergen ist der erste Schnee gefallen. Schön. Gut, jetzt fahre ich runter in die Stadt, gucken wir noch mal kurz die Stadt ein bisschen an und dann geht's weiter. Da oben habe ich eben gestanden, da hinten, da wo das gelbe Haus ist. So, und das hier, das ist das berühmte goldene Dach. Die haben ja eben geguckt, bei denen ist die Sonne noch nicht angekommen. Bei denen war immer noch Regenwetter. Ja, ich bin jetzt hier in Telfs. Hier ist ein Wahnsinnsverkehr. Es nervt, aber irgendwie schade. Eigentlich so ein schmuckes Städtchen und so ein Verkehr. Naja, hab eingekauft im Lidl. Dann habe ich mal einen Döner geholt. Und jetzt eben war ich noch in der Apotheke und bei der Bank. Ja, die Apothekerin war sehr nett. Hat mir ein Pflaster für meinen Lippenherpes verkauft und
ein Lavello mit Sun Protect. Und jetzt fahre ich gleich über ein kleines Brückle und dann bin ich wieder auf meinem Innenradweg. Ach nee, Autobahnunterführung kommt ja auch noch. Vor mir links liegt das Stift Stams, also so ein Kloster wird das sein. Sieht man es noch mal besser. Hier links auch zwei kleine Schanzen. Ja, bei Sonne macht doch alles viel mehr Spaß. So. Jetzt muss ich hier wieder runter. Ja, ich bin jetzt hier in Imst. Das ist ein bisschen abseits vom Inn. Wunderschön gelegen. Hab hier im Campingplatz übernachtet. Die Nacht war ein bisschen frisch, aber jetzt ist richtig herrlich. Die Sonne, wirklich wunderschön. So ein bisschen spät jetzt. Ich habe mir echt Zeit gelassen jetzt. Ist alles schön, das Zelt abtrocknet. Naja, so, wollen wir mal durchstarten. Ich bin jetzt hier kurz vor Landau. Das ist da in ein richtiger reißender Gebirgsfluss, wie sich das gehört. Und nicht so ein zahmer, kanalisierter Fluss wie im Unterlauf. Das hier ist aber nicht der Inn, sondern das ist die Sanna. Die fließt hier in den Inn hinein. Ja, das war eben die Burg Landeck. Da wurde früher
wurden die Täler halt überwacht. Ja, das ist eine strategisch wichtige Stelle hier gewesen, Landeck, wo die Täler zusammenlaufen und wo wichtige Handelsrouten lang gingen. Alles klar, Spaß. Die Radgruppe, die werde ich wohl die ganze Zeit vor mir haben. Oder die werden mich wohl die ganze Zeit begleiten. Ja, das geht hier ein ganzes Stück an der Bundesstraße entlang. Aber das ist ja so ein breiter Randstreifen rechts und links. Von daher geht's ja. Der Verkehr, der hält sich auch in Grenzen. Ja, ich komme jetzt hier gleich in einen größeren Ort. Was heißt größerer Ort? Also Prut heißt der. Da will ich mal noch was einkaufen, weil ich fahre dann nämlich bald in die Schweiz rein, dann brauche ich nicht in der Schweiz einzukaufen. Österreichische Aldi hier. Langsam schön, also noch schöner. Brasilianer, die machen eine Radtour hier durch die Alpen. Abenteuerliche Straßenführung da gegenüber. Jetzt bin ich in der Schweiz. Ja, hier habe ich jetzt meinen Zeltplatz gefunden. Ist ja, so ein freier halt. Muss ich sehen, muss ich morgen in den Laden gehen. Ab 8 Uhr ist der geöffnet.
hier im Ort, der Einkaufsladen, kann ich dann bezahlen. Ja, wird eine kalte Nacht, es wird schon ziemlich frisch. Aber hier Duschen, Toiletten, alles drin, schön und auch warm. Ja, das war nun mein Camping-Spot hier. Ah, man war ja ganz alleine, einziger Gast. Naja, ziemlich spät, schon 11:30. Hat mir ein bisschen Zeit gelassen. Naja. Ich habe ja heute ein paar ganz schöne Steigungen zu überwinden. Vorne der Ort, der heißt Schul oder School, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Da will ich erstmal zur Bank mal ein bisschen Geld ziehen und was einkaufen. Ja, und dann muss ich mal schauen, dann kommt hier so ein mächtiger Anstieg von 400 Höhenmetern. Das geht natürlich alles wieder runter. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich nicht durch die Bundesstraße fahre. Ich sehe ja im Ort, wie stark die frequentiert ist, die Straße. Wenn da nicht zu viel Verkehr ist, dann werde ich die auch fahren. Und die geht schön kontinuierlich am Inn entlang und hat dann nicht diese extremen Steigungen und Gefälle wieder zwischendurch. Schöne Häuschen hier. Ist echt hübsch. Gleitschirmflieger habe ich auch schon gesehen. So einen bestimmten Schüler. Naja, ich bin doch nicht ganz alleine als Radfahrer auf der Straße hier. Stehen ein paar Paläste hier. Oh. Jetzt habe ich den ersten heftigen Anstieg. Das war, glaube ich, überhaupt der größte Anstieg. Das habe ich ja gut überwunden. Wobei das jetzt hier über die Bundesstraße natürlich auch ganz schön heftig bergauf ging. Der Ort hier, der heißt Adetz.
Mal gucken, ob ich hier was zu essen kriege. So, es gibt überbackenen Toast für 7,90 Franken oder so. So, dann piep, 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 guten Appetit. Schöne alte Häuser. Einfach wunderschön hier. So, da geht es jetzt wieder runter zur Bundesstraße. Da, wo die Motorradfahrer sind, Krach machen. Meine Freunde. Wie schmal der Inn jetzt schon ist. Nur kleiner. Süsch heißt hier der Ort. Guten Appetit. Das ist mein letzter Campingplatz hier, kurz vor St. Moritz. Direkt am Inn. Schön, ne? Mal zeigen. Mein Zelt, mein Fahrrad. Ist auch gut besucht hier. Komisch. Auf dem anderen, da war gar keiner. Auf dem anderen Zeltplatz. Naja. So, Kaffee trinken. Bisschen frisch noch. Ja, jetzt habe ich hier nur an meinem letzten Tag doch tatsächlich noch einen Platten. Ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe ja noch einen Ersatzschlauch. Zum Glück brauche ich nicht flicken. Das hat mich jetzt ganz schön zurückgeworfen. In der Zeit. Ist jetzt nämlich schon um 3. Noch ein ganzes Stück bis St. Moritz. Werde ich wahrscheinlich auch Straße fahren. Ich habe jetzt nicht so viel Luft drauf, aber ich war erstaunt, wie viel Druck man doch mit der kleinen Pumpe aufbringen kann. Tja, gefunden habe ich nichts. Kein Loch, gar nichts. Aber die Reifen, die sind ziemlich runter. Sowohl hinten als auch vorne.
Vielleicht dann wohl jetzt mal neue draufziehen. Naja, die paar Kilometer werden wir aber noch schaffen. Ist ein kleiner Flugplatz. So, da bin ich nun. Das ist hier St. Moritz. Das ist ein bisschen Gegenlicht. Aber vielleicht geht's trotzdem. Ich habe mir das viel größer vorgestellt, St. Moritz. Das ist ja total klein hier. Bin ich ja schon fast schon rum um den See hier. Burger in St. Moritz. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und jetzt bin ich nun mit dem Bus zum Maloja-Pass gefahren. Das hat alles super geklappt. War sogar frei auf der Karte, die ich bekommen habe für die Jugendherberge. So, und jetzt wandere ich hier hoch zum Lunginsee, was der Ursprung des Inns ist. Da geht's hoch. Ja, hier unten, das ist Maloja. Und da hinten, da geht die Straße steil abwärts in steilen Serpentinen runter nach Italien. Da ganz oben Lac dal Lungin. Das ist der Lunginsee, da muss ich hin. Hier plätschert und rauscht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da innen ist. Aber wird er wohl sein.